Grüß Gott und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Panorama. Die Wochensendung ist das von MEMA TV. Schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben. In dieser Woche machen wir einen Streifzug durch die Einkaufsstadt Kindberg. Wir berichten von einem Benefizkonzert der Mürztaler für Hermann Wagner, ebenfalls in Kindberg. Und wir feierten mit den ECE Bulls 25 Jahre Basketball in Kapfenberg. Viele Menschen haben in der Adventzeit einiges zu erledigen. Geschenke einkaufen ist eines der wichtigsten Aufgaben für viele vor Weihnachten. Die Stadt Kindberg und ihre Unternehmen haben hier einiges zu bieten. Die Einkaufsstadt Kindberg bereitet sich für das bevorstehende Weihnachtsfest vor. Die sommerliche Blütenpracht muss der kalten Jahreszeit weichen, dennoch aber sollen sich die Bürgerinnen und Bürger hier wohlfühlen. Kindberg als Einkaufsstadt hat sich schon oftmals gezeigt. Jetzt wieder im Winterkleid. Gott sei Dank hat es ein bisschen geschneit und wir haben unsere Adventhütten bereits aufgestellt. Das heißt, unserem Weihnachtseinkaufsvergnügen in der Einkaufsstadt Kindberg steht nichts mehr im Wege. Aber auch die Kindberger Kaufleute bemühen sich, Weihnachtsstimmung zu vermitteln. Die Werbegemeinschaft mit vielen jungen Leuten ist sehr aktiv. Es gibt Veranstaltungen, die zusammen mit dem Tourismusverband, mit der Stadtgemeinde betrieben werden. Und die laden natürlich auch recht herzlich ein, dass sie dabei sind und Gäste in Kindberg sind. Unter dem Motto, wir machen ihr Heim behaglich, hat der Bezirer Deschmann einiges an Geschenksideen anzubieten. Nutzen Sie die Gelegenheit des stressfreien Weihnachtseinkaufes und besuchen Sie uns. Wir präsentieren Ihnen die trendige Bettwäsche Landhauskollektion Alpenschick der Firma Fussenegger. Traditionelles Design und Farben, Karos sowie Edelweißmotive bringen Farbe in Ihre Schlafräume. Dazu passend farblich abgestimmte Spannleintücher aus reiner Baumwolle sorgen für einen erholsamen Schlaf. Zierdecken mit modernen Motiven aus reiner Wolle sowie hohen Baumwollanteil sorgen für eine angenehm wohlig warme Atmosphäre. Weitere Accessoires wie Zierkissen aus Bergkräutern und Lavendel sowie Zirpen zaubern einen angenehmen Duft in Ihre Räume. Besuchen Sie uns, denn Ihr Weihnachtsgeld ist bei uns in besten Händen. Tapezierer Deschmann in Kindberg. Wir machen Ihr Heim behaglich. Mein junges und kreatives Team und ich begrüßen Sie recht herzlich bei Ringfoto Pontigam in Kindberg. Mein Unternehmen wird bereits in dritter Generation geführt und verfügt somit über viel Erfahrung und Know-how. Die Ausarbeitung und Entwicklung der Bilder erfolgt im hauseigenen digitalen Expresslabor und garantiert dadurch qualitativ hochwertige Ergebnisse. Wir fertigen für Sie Sondermaße in verschiedensten Materialien wie Leinen, Acryl an und veredeln Ihre Bilder. Für individuelle und besondere Geschenke bieten wir auch die Fertigung von bedruckten Fotoartikeln wie Tassen, Polster, T-Shirts, Mauspad und so weiter an. Diese Geschenksartikel können mit Ihrem persönlichen Bild und einem persönlichen Text versehen werden und sind daher ein Präsent von bleibender Erinnerung. Unser großräumiges Fotostudio bietet außerdem Platz für die schönsten Fotomomente von groß und klein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Nicht vergessen, Bilder schenken bedeutet Freude schenken. Und als besonderes Weihnachtszuckerl gibt es zu jeder Aufnahmeserie ein Leinenbild 30x40 cm kostenlos. Schöffmann Kindberg, das Modehaus mit herzlicher Beratung. Die festlichste Zeit des Jahres ist da. Weihnachtsfeiern, Bälle, Anlässe, alle erfordern eine besondere Kleidung. Schöffmann in Kindberg ist die beste Adresse für festliche Kleidung. Mit persönlicher Beratung, die auf die Wünsche des Kunden eingeht und einer exzellenten Änderungsschneiderei ist Ihr perfektes Outfit garantiert. Bei der Auswahl sinnvoller Weihnachtsgeschenke steht Ihnen das sympathische Beratungsteam von Schöffmann Kindberg gerne zur Seite. Für uns ist es eine Freude, Sie zu beraten. Das ist die Einstellung des gesamten Teams und packt Ihnen die Geschenke gerne kostenlos ein. Schenken leicht gemacht mit einem Schöffmann Modegutschein macht immer Freude. Ihre Kindberger Gutscheine lösen wir selbstverständlich ein.
Und um ehrlich zu sein, die richtige Mode mit echter Beratung, natürlich von Schöffmann Kindberg. Und jetzt wird es Zeit für einen Kaffee und dazu etwas Süßes in der Kaffeekonditorei und Bäckerei Fuchs. Ich bin die Claudia von der Bäckerei Fuchs und bei uns können Sie natürlich jederzeit in aller Gemütlichkeit Ihren Kaffee genießen. Jetzt zur Adventszeit haben wir natürlich einiges vorbereitet für Sie, unser saftiges Gätzenbrot sowie auch unsere guten Kekse. Und nach wie vor haben wir natürlich auch unsere köstlichen Mehlspeisen, zum Beispiel die Kaffee-Kardinalschnitte in Sacherwürfel. Unsere Kuchen sind auch sehr gut, der Topfenstollen zum Beispiel und der Marmorkuchen. Und was noch ganz besonders ist, unsere Vanillekropfen und die Schokokropfen, die lieben die Kinder sehr. Die Bäckerei Fuchs ist auch mit seinen verschiedenen Brotsorten bekannt. Zu unseren beliebtesten Brotsorten zählen natürlich das südsteirische Roggenbrot mit Kürbiskernen. Natürlich genauso auch das hefefreie, vegane Julianbrot. Und das hat den Namen für unseren Juniorchef. Ja, und für die kleine Jause haben wir auch jederzeit was hier. Wir richten gerne Wurst einmal her oder einen heißen Leberkäse haben wir. Und jetzt ganz neu ist der Toast bei uns auch. Und jetzt zum Schluss, das ist mir ganz besonders wichtig und da rede ich im Namen von meinen Arbeitskolleginnen, der Evelyn und der Doris. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken und wir hoffen, es bleibt uns weiterhin so treu und kommt so gern zu uns. Danke vielmals. Sie brauchen Fernseher, Radio, Sat-Anlage, Elektro-Heinisch liefert prompt und bietet bestes Service. Hier wird noch repariert. Wer bringt Ihnen Waschmaschine oder Kühlschrank? All das, wofür Sie keine Transportmöglichkeit haben, direkt ins Haus. Elektro-Heinisch. Und jetzt ein tolles Angebot. Cremesso. Kaffeeautomat. Statt 129 Euro nur 29,90. Solange der Vorrat reicht. Elektro-Heinisch. Da staunt man, was? Das Autofahren beginnt zweifelsohne mit der Fahrschule, also begeben wir uns dorthin. Hier ist der Eingang nicht zu übersehen. Der Empfang ist herzlich. Ja, hallo, grüß euch, ich bin die Inge, ich arbeite da in der Startup-Fahrschule Hari im Büro und wir würden uns freuen, wenn ihr euch Informationen holt beim Infopoint im Langenwang oder natürlich da im Kindberg. Und dann geht's, da führt keine Straße vorbei, ans Lernen. Wir sind in der Startup-Fahrschule Harich in der Bahnhofstraße 12 in Kindberg und befinden uns jetzt gerade in unserem Hauptlehrsaal. Ihr seht das da rundherum, der sehr farbenfroh gestaltet ist, mit besonders wichtigen Farben, die die Lernkonzentration steigern. Wir hier in der Startup-Fahrschule Harich bieten die klassische Führerscheinausbildung, beginnend mit dem Moped-Führerschein bis hinauf zu den großen Klassen LKW und auch Bus. Und neben dieser klassischen Führerscheinausbildung machen wir auch Ladekrankurse, Staplerkurse, Berufskraftfahrerweiterbildung und auch Fahrlehrerausbildung. Wir sind eine zertifizierte Fahrschule nach der Birkenbiel-Methode. Das bedeutet gehirngerechtes Lernen für alle Lerntypen. Es gibt drei verschiedene Lerntypen und der Unterricht wird so gestaltet, damit hier maximale Aufmerksamkeit im Unterricht stattfindet und die Lernfähigkeit und die Merkfähigkeit wirklich sehr gut und stark gesteigert werden kann. Vielleicht ist ein Fahrkursgutschein unterm Christbaum, könnte ja sein. Denn auch diesmal ist ein Kindberger Einkaufsflitzer zu gewinnen. Die Werbegemeinschaft der Kaufleute Kindberg hat auch heuer wieder die Weihnachtslosaktion mit tollen Preisen und als Hauptpreis das Auto. Jeder Einkauf in Kindberg erhöht die Gewinnchance, weil jedes Los, jeder Einkauf zählt. Die Verlosung findet am 23. Dezember 2015, 18 Uhr statt. Nicht zu vergessen die sehr beliebten Kindberger Einkaufsgutscheine. Für Kinder gibt es am 11. Dezember einen Kinder-Advent-Nachmittag und Rock Christmas am 18. Dezember, 16 Uhr, wird ebenfalls viele begeistern. Bleiben wir in Kindberg. Lebkuchen ist wohl gerade in der Weihnachtszeit ein willkommener, süßer Gruß für viele. Der Maria Zeller Lebkuchen ist ja hinlänglich bekannt. Aber auch in Kindberg gibt es eine Lebzeltermeisterin, die wir mit unserer Kamera besucht haben.
Kindberg ist nicht nur eine schöne Stadt, sondern hat auch viele Geschichten. Eine davon ist, dass sich hier in diesem Haus 1951 Alois Krikatsch, seines Zeichens Konditor, Wachszieher und Lebzelter, einen Traum erfüllt hat. Bis heute wird nach überlieferten Rezepten in Handarbeit unter Verwendung ausschließlich 100% biologischer Zutaten von höchster Qualität der Kindberger Honigkuchen hergestellt. Also wir fangen an mit dem Teig mischen, dann kann man halt verarbeiten, in dem Fall mit der Maschine ausrollen oder je nachdem dann halt füllen. Dann wird ausgestochen, dann auf unsere Mehlbleche aufgesetzt. Dann wird es belegt, je nachdem mit Mandeln oder was man halt braucht, einen Marzipanausstich. Dann werden es bei 220 Grad circa 10 Minuten gebacken. Dann lassen wir es auskühlen, dann werden es abgekehrt. Dann kommen sie wieder zurück in die Backstube, dann werden wir es mit dem Kandierzucker kandieren. Zuerst die Rückseite, dann muss man es trocknen lassen, circa eine halbe Stunde, bis man den Kandierzucker sieht. Dann werden sie wieder umgedreht und wieder kandiert. Dann wieder trocknen, circa wieder 10 bis 15, halbe Stunde. Und dann werden sie dann eh schon fertig verpackt. Also noch richtig auskühlen lassen und dann werden wir es wieder verpacken. Da werden sie dann eingeschweißt und dann mit der Etikette versehen. Wenn die fertigen Produkte in den Regalen präsentiert werden, ahnt niemand, was an Arbeitsschritten und überliefertes Wissen notwendig ist. Tochter Margit war 16, als sie mit der Lehre begonnen hat und in drei Berufssparten, nämlich Konditor, Wachszieher und Lebzelter, die Meisterprüfung absolvierte. Sie weiß also, wovon sie spricht. Rezepte sind eine langjährige Überlieferung, wobei man eines sagen muss, dass sich durch den Wandel der verschiedenen Materialien, es ist das Mehl heute anders, es hat der Honig nicht mehr die Kraft, kann man so und so viele Lebkuchen der alten Rezeptur nicht mehr machen. Ein richtiger Lebkuchenteig besteht ja aus einem Gewürzteig, einem Honigteig, einem Eierteig und einem Triebteig. Und diese Teige werden in den verschiedenen Mengen dann zusammengemischt, je nachdem, welchen Lebkuchen man dann daraus erzeugt, ob man ihn füllt oder nicht füllt. Genauso, es gibt sortenreine Honigprodukte, die haben wir zum Beispiel so wie da, den reinen Kastanienhonigteig, der drüber eine Schicht dann Kastanienhonig und Schokolade hat. Oder dieser Lebkuchen ist aus einem Linsenblütenhonig erzeugt worden. In Europa wurde Lebkuchen seit dem 11. Jahrhundert gebacken. Kein anderes Gebäck hat eine so lange und farbenfrohe Vergangenheit. Jedenfalls lohnt es sich, ins Café- und Honigkuchenhaus Krikatsch in Kindberg einzukehren und ein Geschenk aus der Lebzelterei Krikatsch mit nach Hause zu nehmen, um vielleicht jemanden eine besondere Freude zu machen. Jetzt geht's los. Es weihnachtet in der bunten Ecke in St. Barbara, Ortsteil Mitterdorf. Ab sofort gibt's minus 20% auf alle Weihnachtsdeko-Artikel. Bunte Ecke, Schule, Büro, Papier, Spielwaren, Lotto und Postpartner. Bunte Ecke, Mitterdorf, da kaufe ich ein. Wir warten Ihre Gastherme, damit Sie im Winter nicht frieren. Sie möchten Ihr Bad sanieren? Wir sind Ihr Partner für Sanitär. Eine neue Heizung? Gerne kommen wir zu Ihnen und beraten Sie kostenlos. Edwin Friesnick, GmbH, Ihr Installateur in der Obersteiermark. Kapfenberg, Wiener Straße 120. Denken Sie jetzt schon an Ihr Silvesterfeuerwerk. Raketen, Feuerwerke, Vollsortiment, ab sofort alles minus 20% in der bunten Ecke Mitterdorf.
Bunte Ecke, Schule, Büro, Papier, Spielwaren, Lotto und Postpartner. Bunte Ecke Mitterdorf, da kaufe ich ein. Der Sonnenpark im ECE Kapfenberg ist ein Projekt mit Bürgerbeteiligung. Im März des heurigen Jahres vorgestellt, konnte man bereits nach einem halben Jahr von einem großen Erfolg dieses Projektes berichten. Investieren und gewinnen war der ursprüngliche Slogan für eine Aktion, die Nachhaltigkeit verspricht. Am 11.11. um 11.11 Uhr fand die Auszahlung der Rendite an die Anteilseigner für deren Beteiligung am ECE Sonnenpark statt. Rege war die Teilnahme und vor allem wurde wieder einmal das Umweltbewusstsein geweckt. Unser Ziel war es, einmal natürlich energiesparende Maßnahmen zu setzen und das mit der Photovoltaikanlage ganz gut gelungen ist. Also wir, wie vorhin schon gesagt, also wir werden auf 10% Einsparung kommen oder 10% unseres gesamten Stromverbrauches. Und dieses Modell wollten wir eben mit Bürgerinnen und Bürgern machen, die also hier sich auch also engagieren können und zusätzlich eben noch auch einen sehr hohen Rendite auch noch bekommen. Ja. Und das ist das erste Projekt und da wollen wir weitermachen und eben zu schauen, dass wir die Region stärken. Das ist die Zielsetzung, die wir haben, auch in der Zukunft, um eben möglichst viel Wertschöpfung in der Region zu behalten, damit viele Menschen hier Arbeit finden und auch hier bleiben. Was bringt das Ganze dem, der einen Anteil Schaden erwirbt? Also dem bringt es 4% netto, das heißt also ohne Käst, die kann er voll verwenden und in Form von Einkaufsgutscheinen, die kann er in über 250 Geschäften in der Region einlösen. Das ist eine sehr nachahmenswerte Idee und gleichzeitig natürlich auch eine umweltfördernde, umweltfreundlich fördernde Aktion. Genau, also wir wollen versuchen, dass wir beide Teile immer erreichen. Einmal eben die Umwelt für uns alle, wir leben hier und auf der anderen Seite, dass auch die Bürgerinnen und Bürger hier sich an einem etwas Sinnvollen beteiligen können. Beeindruckend sind die Zahlen über Effizienz und Kostenersparnisse und die Erkenntnis, dass man auf gutem Wege ist, den fossilen Brennstoffen einen Gegenpart zu bieten. Aber was hat das Projekt konkret in Zahlen gebracht? Ja, sehr viel einmal für die Wertschöpfung in der Region, extrem viel. Und wenn man das so sieht, dass man hier mit einigen hunderten Modulen in kürzester Zeit 135.000 Kilowattstunden Strom produziert hat, sagt das doch schon einiges aus. Und wenn man das ungefähr umrechnet, könnte man da 30, 40 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen, mit der Produktion, was hier gratis und von der Sonne immer wieder produziert wird. Ja. Also auch zukunftsträchtig. Natürlich, es ist ein sehr nachhaltiges Produkt, weil die Photovoltaik an und für sich wartungsfrei ist, an und für sich ewige Lebensdauer hat. Es ist ja Glas und Aluminium, das ist nicht unbedingt etwas, was verrottet. Nach 25 Jahren habe ich immer noch 80% der Leistung. Und wenn man das irgendwo so bedenkt, ich kenne kein anderes Produkt, wo ich so eine Garantie bekomme. Den Anteilseignern wurde auch für deren Unterstützung für dieses Projekt der Dank ausgesprochen. Es geht für mich um die Nachhaltigkeit, dass man nicht nur darüber redet, Verbesserungen hervorzurufen, sondern auch etwas tut. Und die Erfahrung wird dann lernen, wie weit ist es für mich gut, was ich mache. Kann ich mich weiter neuen Projekten anschließen und wie kann ich das Ganze auch weiterempfehlen, dass auch andere Leute zum Umdenken anfangen, dass wir etwas machen müssen, weil nicht nur
große Projekte bringen was, sondern die Menge, die Masse. Ne? Und die Rendite für die Anteilseigner war, so schien es zumindest, zufriedenstellend. Auch, ja, muss man schon dazu sagen, auch die gute Rendite, nachdem ja am Sparbuch derzeit das Geld nicht wirklich viel wert ist, war es auch die Rendite. Aber eben für dieses tolle Projekt, dass man eben auch für die Umwelt was tut. Das Green Investment steht für eine nachhaltige Zukunft in der Region. Wer kennt ihn nicht? Den Noste vom Villacher Fasching. Lachen ist angesagt überall dort, wo er auftritt. Vor kurzem war er Gast in St. Lorenzen im Mürztal. Und eines gleich vorweg, er war einfach zum Zerwurzeln. Fast ganz Lorenzen ist zur Gesund-Lochentour in die Festhalle gepilgert. So jedenfalls war der Eindruck. Es war eine Idee der Kulturverantwortlichen, ein wenig Heiterkeit in die vorweihnachtliche Besinnlichkeit zu bringen. Burschen, hat sie gesagt. Burschen, ihr seid simply the best. Genau. Weil zum Noste, zum Bernstrata und zum Trios für ihr Best. Hat schon seinerzeit die Wiener Dörner gesagt. Ihr seid simply the best. Wir haben versucht, ein buntes Programm zu starten heute. Wir leben schon im Fasching, sind allerdings knapp vor der besinnlichen Advent- und Weihnachtszeit. Und bevor die zu besinnlich wird, haben wir gesagt, machen wir noch einen tollen, heiteren Abend mit Musik, mit viel Gelegenheit zum Lachen. Und da hoffen wir, dass das heute eintreffen wird. Und das ist das Tolle, wie gesagt, man lacht, man lacht, man lacht und dann ist man glücklich und zufrieden. Nur eine kleine Nebenwirkung hat das Ganze, gesund lachen, man kriegt davon Lachfalten. Ja. Kleine, leere Lachfalterlein. Ich komme eigentlich aus Hermagor im Geltal, wohne aber schon seit langer Zeit in Liebenfels, das ist in der Nähe von St. Veit an der Glan. Und seit einem Jahr gibt es die Kooperation Noste mit den Steirern, also Noste und die Steirer. Vier super Burschen, Musiker, Schauspieler und das macht irrsinnig Spaß, das Ganze. Wir sind zurzeit auf einer sogenannten Herbsttournee, wie man schon schön sagt, und heute ist eben St. Lorenzen dran. Wir freuen uns, das Saal ist ausverkauft und das wird sicher wieder eine Riesengaude werden. Du hast ja Postlerkarten auf. Schau her, da im Wald steht der Verdächtiger. Mit dabei auch Bernd Prater, Leiter der Musikdirektion ORF Steiermark. Wie seid ihr da zusammengekommen? Ja, das war eine lustige Geschichte. In meiner prähistorischen Zeit war ich auch einmal Lehrer vor meiner journalistischen und redaktionellen Tätigkeit. Und irgendwann haben wir gesagt, irgendwann gehen wir mal gemeinsam auf die Bühne und versuchen unseren Blödsinn auch sozusagen vermitteln und die Leute zum Lachen zu bringen. Ich heiße Ferdinand. Ich heiße Ferdinand und die 66 Jahre, da fahre ich nach Finnland. Und dort mache ich einen Lottogewinn von 100.000 Euro. Und im Herbst eröffnet dann der Pops mit meiner Tochter in Gurk eine neue Trachtenboutique. Ich bin sehr dankbar, dass unser Kulturausschuss hier etwas auf die Beine gestellt hat. Man sieht den Erfolg, so glaube ich. Die Bevölkerung ist, glaube ich, dankbar, dass wir das veranstalten. Und ja, ich denke, es ist ein guter Erfolg. Und wir Lorenzer lachen halt einfach einmal gerne. Danke, 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 danke. Ja.
Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Und jetzt ab sofort, jeden Sonntag, Flohmarkt in der Leobner Rathauspassage von 8 bis 14 Uhr. Ab jetzt, NEMA.TV, auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/NEMA.TV. Wir warten auf eure Likes. Bei einer Pressekonferenz präsentierte die Marktgemeinde St. Michael den neuen Infokanal, der ab 1. Dezember im Kabelnetz der Marktgemeinde ausgestrahlt wird. Bei einer Vorpremiere konnten sich die zahlreich erschienenen Besucher vorab schon einmal von den Vorzügen eines eigenen Programms überzeugen. Ja, der Infokanal, den führen wir ab 1. Dezember ein, ist ein Service für alle Vereine von St. Michael und für die Gewerbetreibenden, damit man einfach immer exklusiv die Informationen direkt an den Mann oder an die Frau bringen können. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Infokanal zu installieren? Ja, also in Wald am Schoberpass zum Beispiel gibt es den Infokanal schon seit 20 Jahren und das ist ein Vorbild für uns gewesen. Und im Kulturausschuss haben wir die Idee geboren, dass wir eben so einen Infokanal auch für unsere Vereine in St. Michael installieren. Ja, der Herr Bürgermeister ist natürlich ganz happy über diesen neuen Infokanal. Ja, du sagst das richtig. Ich bin richtig happy, weil wir eine ganz neue Idee umsetzen, nämlich die Idee, Informationen, wichtige Informationen schnellstens an den Bürger zu bringen. Und das noch dazu flexibel. Wie oft gibt es im Monat eine Sendung? Wir werden jetzt mit einem dreimonatigen Testbetrieb starten und werden voraussichtlich alle 14 Tage die Sendung aktualisieren. Für Fragen stand neben dem Bürgermeister und den Kulturreferenten der Gemeinde auch der für die visuelle Umsetzung verantwortliche Stefan Lendl von Tutor Media den interessierten Gästen zur Verfügung. Wie steht der SV St. Michel dem neuen Infokanal gegenüber? Ja, der SV St. Michel steht grundsätzlich positiv der neuen Entwicklung gegenüber. Man kann den Verein nach außen tragen, er wird noch bekannter, er wird noch beliebter und ich glaube, wir werden auch durch das noch mehr Leute ins Stadion locken. Was sagen Sie zum neuen Infokanal? Ja, ich finde den Infokanal sehr gut, weil sie die Vereine eben präsentieren können, dass die Bevölkerung mehr erfährt, was in St. Michel passiert und dass die Bevölkerung auch mehr auf die Veranstaltungen kommen und dass das alles mehr gelebt wird. Ja, grundsätzlich finde ich den Infokanal sehr gut für die Gemeinde. Es werden Berichte gestaltet und auch neue dargestellt. Es ist schön, dass auch bei uns bereits der Infokanal gefilmt hat, bei unserem Weihnachtswunschkonzert. Es ist für mich sehr erfreulich, dass sich in St. Michel was weiterentwickelt und ich hoffe, dass in Zukunft dieser Infokanal auch lebt, dass weitere Beiträge geschaltet werden und auch die Vereine und die Gewerbetreibenden dahinter stehen und dieses Medium nutzen, damit es in Zukunft weitergeht und der Infokanal attraktiv für die Bürger wird, weil dann kann er funktionieren und wird auch funktionieren. Der Infokanal, ein Bürgerservice der Marktgemeinde St. Michael, der ab 1. Dezember allen, aber im Speziellen den Bürgern der Gemeinde zur Verfügung steht.
Fotos, Fotos und noch einmal Fotos gibt es zurzeit im Kulturzentrum in Kapfenberg zu sehen. Die Fotogruppe Kapfenberg hat eine sehenswerte Ausstellung zusammengestellt. Anschauen ist da fast Pflicht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dieser Spruch bewahrheitet sich, wenn man die Fotoausstellung der Fotogruppe Kapfenberg besucht. Eindrucksvolle Bilder, seien es Menschenporträts, Landschaften oder einfach verschiedene Stimmungen. Die Fotogruppe Kapfenberg gewinnt auch immer wieder neue Fotografen, die ihre Exponate ausstellen. So Waltraud Bachmeier-Geltheber, die Ex-Landtagsabgeordnete. Ja, also ich habe schon immer recht gerne fotografiert, aber ich hatte wenig Zeit. Und jetzt, wo ich nicht mehr politisch so aktiv bin, habe ich mehr Zeit für dieses Hobby. Und ich mache das deshalb sehr gerne, weil man sieht die ganze Welt, die Natur, alles um sich herum irgendwie mit ganz anderen Augen. Emile Zola hat einmal gesagt, ich traue mich zu behaupten, dass man ein Bild erst dann richtig sieht, wenn man es fotografiert hat. Und da ist sehr viel Wahres dran. Und gehen Sie da auf Suche nach gewissen Motiven? Ja, also ich fotografiere sehr gerne Landschaften, Blumen, Tiere, aber auch Stimmungsbilder, Sonnenuntergang und so weiter. Und ich reise gerne und habe meine Kamera immer dabei und da hat man immer sehr viele Motive, die man dann so unterwegs auffängt. Ist Fotografieren Kunst? In gewisser Weise würde ich sagen, ja, glaube ich schon. Ja. Und das Kulturzentrum ist ja auch das wunderbare Ambiente für eine solche Ausstellung. Und wir als Fotogruppe Kapfenberg sind ja sehr froh, dass wir da schon seit Jahrzehnten hier mit unserer Ausstellung, die wir jährlich durchführen, Gast sein dürfen. Wir sind eine kleine, aber wenn ich sagen darf, feine Gruppe mit 21 Mitgliedern. Davon stellen diesmal 14 aus. Insgesamt sind 120 Bilder zu sehen und die Palette reicht dann von Surrealismus über Stimmungsbildern, über Landschaften, Tiere, Pflanzen. Porträts sind auch sehr beliebt und sind sehr, sehr schöne hier, auch aus fernen Ländern. Stillleben, also die ganze breite Palette. Ich denke, dass für die Besucherinnen und Besucher da sicherlich vieles dabei ist zum Ansehen. Was sind Ihre Lieblingsbilder, die Sie hier ausstellen? Naja, also ich mag grundsätzlich sehr gerne die Stimmungsbilder, also zum Beispiel hier den Sonnenuntergang oder hier die einsame Ente, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, wenn man das große Bild ansieht. Aber auch Spiegelungen gefallen mir sehr gut, weil wenn irgendwo ein Gewässer ist, schaue ich immer, habe ich das Bild zur Gänze auch im Wasser, dann macht das immer einen wunderbaren Eindruck. Und das musste ich fotografieren. Ich war da in Den Haag und das ist der internationale Gerichtshof hier. Da war ich noch politisch aktiv und das musste ich fotografieren und das ist, glaube ich, nicht so schlecht gelungen. Deshalb habe ich das auch hier ausgestellt. Hat die ehemalige Abgeordnete zum Landtag Politiker ins Visier der Kamera genommen? Also das habe ich bis jetzt noch nicht getan, aber es wäre eine Anregung. Ich könnte es mir für die Zukunft überlegen. Die Fotogruppe Kapfenberg hat sich schon bisher einen Namen gemacht und wird weit über die Stadtgrenze hinaus anerkannt. Interessant ist vor allem auch, welche Bilder dem Besucher dieser Ausstellung besonders ins Auge fallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Es ist jedes Bild ist für sich, das muss man wirklich sagen. Und ich bin ganz begeistert und von den Räumlichkeiten und von dem, was das gemacht haben, ganz super. Fotografieren Sie selbst? Ein bisschen so als Hauptwinkelkind oder so, aber viel nicht. Diese sehenswerte Ausstellung der Fotogruppe Kapfenberg ist noch bis zum 6. Dezember im Kulturzentrum Kapfenberg zu sehen. In Klintberg fand vor kurzem ein Benefizkonzert mit vielen Musikgruppen statt. Hintergrund des Abends war ein Danke an Hermann Wagner, der viele dieser Gruppen in Bild und Ton festgehalten hat und Begleiter in vielen Jahren war. Jetzt, wo er Hilfe benötigt, waren sie alle da. Musik verbindet eben Menschen. Eine tolle Veranstaltung für einen guten Zweck. Es war ein Aufruf der Mürztaler, eine Gruppe Musiker, die über 30 Jahre erfolgreich auf der Bühne steht, ein Benefizkonzert zu veranstalten. 8 Musikgruppen waren nach Kindberg ins Volkshaus gekommen, um dieses Konzert unter dem Motto Gala-Konzert für Hermann zu gestalten.
Heute haben wir eine ganz spezielle Benefizveranstaltung für einen sehr, sehr guten Freund der Mürztaler, für unseren Hermann Wagner. Hermann Wagner war eigentlich über viele Jahre, wir spielen ja doch mittlerweile 32 Jahre, er hat uns immer wieder geholfen, sei es technisch, sei es mit Videoclips, sei es mit einfach eine totale Unterstützung. Und wir haben uns gedacht, es wird einmal Zeit, Dankeschön zu sagen, und das wollen wir heute mit vielen musikalischen Freunden mit dieser Veranstaltung machen. Vielen Dank! Hallo, wir sind der Fredl Sandhafen. Auf meiner rechten Seite der Franz, auf meiner linken Seite der Martin und der Fredl, der ja 10 Jahre bei den Mürztaler war und für diese Gala natürlich alles Mögliche macht für unseren Hermann, dass er wieder gesund wird. Wir sind die Canesins und die sind heute da, um dem Hermann eine Freude zu bereiten, der so viel für uns gemacht hat, immer für uns da war. Und wenn man Freunde sind, dann sind wir jetzt da, wo er uns vielleicht braucht und wo man ihm eine Freude machen kann. Und das werden wir heute präsentieren, unsere Titel, mit denen uns sehr viel mit dem Hermann verbindet. Weil Weihnachten eine Zeit ist, wo man helfen kann und gerne hilft. Und weil der Hermann ein langjähriger Freund auch der Edelsee ist. Und ich denke noch gern zurück, wie wir damals bei den Mürztaler als kleine Buben zum ersten Mal drüber gefahren sind über die Schanze nach Kindsberg. Und es verbindet uns eine unglaubliche Freundschaft. Und ich gratuliere unseren Musikkollegen für diese unglaublich schöne Veranstaltung, dass es Menschen gut geht. Und es ist so schein, wie viele Leute das da gekommen sind. Es ist Steiermark. Wir Steirer wissen, wie es helfen geht. Und ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Und es freut mich, auf die Bühne gehen zu dürfen. Bewegende Worte zu dieser Veranstaltung gab es auch von Kindbergs Bürgermeister. Wenn es zum Zusammenhalten geht, dann halten wir zusammen. Und ich glaube, hier etwas Gutes zu tun, ist nicht nur die Zeit dafür, sondern das ganze Jahr über. Es passt natürlich in die Zeit, aber es ist ein Mensch, der in Kindberg sehr viel getan hat, der sehr viel bewegt hat. Und jetzt haben wir gefordert, dass wir helfen. Die Gruppe Sternenstaub war mit 3 Liedern aus dem Album Anziehungskraft dabei. Ebenso Stornkugel-Legende Fritz Willingshofer mit einem Überraschungsgeschenk. 2.500 Euro für den Liederherrn. Das ist ein Pflichtbesuch, was wir da machen, weil für den Hermann, den haben wir ja keiner mehr schon seit ihm gibt. Und wir bedauern das sehr, dass einem das passiert ist. Und da möchten wir halt von der Musiker Foundation auch ein bisschen was spenden. Vielleicht hilft es ihm Hermann, dass er wieder, dass er das Leben ein wenig leichter wird. Hermann, alles Gute. An die Geschichte zum Erschlags und Bilder auf. Ja! Setz rein, das ist halt der steirische Raum. Oh, yeah.
begrüßen. Wir sind der Hochsteirer Express aus der Hochsteiermark. Das ist die Nadine, unsere Gitarristin und Sängerin, der Martin, unser Schlagzeuger. Und ich bin der Chef von der Gruppe. Ich spiele Harmonika und tue ein bisschen singen inzwischen auch. Und wir dann sind heute in EM in Kindberg mit Edelsee und mit vielen anderen, dass wir den Hermann eine Freude machen können. Denen geht es leider nicht so gut und da sind wir froh, dass wir da dabei sein können bei so einer tollen Geschichte. Wir freuen uns, dass wir heute für Hermann Wagner wieder ein Benefizkonzert spielen dürfen, das uns aus dem vollen Herzen kommt. Hermann hat so viel getan für uns und wir versuchen ihm das musikalisch wieder zurückzugeben. Abschluss machten die Raste Bones, eine rockige Band in Kindberg. Auch Hermann blieb bis zum Schluss und man darf mit Gewissheit davon ausgehen, dass alle guten Wünsche, das Mitgefühl aller, die bei diesem Galakonzert für Hermann dabei waren, tief im Herzen bei Hermann angekommen sind. Bei einem Business-Frühstück konnten die Besucher im Autohaus Fürstaller nicht nur die Kulinarik genießen, sie wurden obendrein auch mit großartigen Informationen rund ums Auto versorgt. Eine tolle Idee von Hyundai Österreich und dem Autohaus Fürstaller in Bruck Obereich. Das Autohaus Fürstaller ist bekannt für seine Marke Hyundai und hat zum ersten Hyundai Business Frühstück geladen. Ja, wir haben heute das erste Hyundai Business Frühstück veranstaltet. Soll eine Veranstaltung werden, die nachhaltig ist, die wir im 3-4-Monats-Intervall durchführen möchten und wo wir einfach den Netzwerkgedanken für Unternehmen aus unserer Region im Vordergrund haben. Ein wichtiger Part ist der Kontakt zu den Kunden. Was steckt generell dahinter? Naja, grundsätzlich ist es wichtig, die Kunden über Neuerungen zu informieren. Das haben wir heute das erste Mal gemacht mit unserem Herrn Magister Flucht, dem Steuerberater im steuerlichen Recht. Und Herr Magister Heilmann von Hyundai Austria hat informiert über das Hyundai Flottenmanagement. Im Mittelpunkt Hyundai, ein Frühstück ist bereitgestellt und dazu viele Businessleute. Was kann es Besseres geben? Ich bin sehr froh, sehr glücklich, freue mich sehr, dass die Firma Fürstaller und Partner diese Initiative, die wir hier österreichweit bereits mit unseren Partnern durchführen, aufgenommen hat. Und heute natürlich mit dem sehr schönen Schneefall draußen war ja nicht so leicht die Anfahrt von Wien. Umso mehr habe ich mich gefreut, hier volles Haus zu sehen. Wirklich sehr motivierte, sehr freundliche steirische Menschen. Das ist ja ein wunderschönes Bundesland auch und es macht Freude, hier zu sein. Ja? Was glauben Sie eigentlich, warum boomt Hyundai momentan so? Warum boomt Hyundai? Grundsätzlich sind wir ein Fahrzeughersteller, der seine Fahrzeuge nicht nur in Europa verkauft, sondern die Fahrzeuge auch in Europa designt, entwickelt und produziert. Wir haben als einziger Hersteller eine 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung und wenn Sie sich die Fahrzeuge ansehen, sie sind einfach wunderschön. Hyundai kann bereits stolz auf einige Fleet-Veranstaltungen zurückblicken, die unter dem Namen Fleet Business Frühstück geführt werden. Und auch dieses Mal war die positive Resonanz der Gäste spürbar. Ich bin einer der ältesten Kunden der Firma Fürstaller. Ich habe am 2. Mai 1992 meinen ersten Dusson gekauft und habe jetzt die Geschicke dieser Firma beobachtet. Ich habe jetzt meinen 8. Hyundai gekauft und ich bin begeistert von dieser Veranstaltung in dieser Art das erste Mal. Wir haben interessante Vorträge gehört von Magister Fluch in Bezug auf die neue Steuerreform, was auf uns zukommt und vom Geschäftsführer der Firma Österreich Hyundai, welche neuen Produkte es gibt und ich bin begeistert. Was ist so Besonderes eigentlich an Hyundai? Ja, ich bin deshalb begeistert, weil ich in den letzten 23 Jahren nie ein Problem mit Hyundai hatte. Ich hatte hier einen verlässlichen Partner und wenn man sich die Flotte anschaut, Preis-Leistungs-Verhältnis ist einmalig. So freut sich Autohaus Fürstaller schon heute auf weitere erfolgreiche Veranstaltungen, bei denen der Kontaktaustausch mit dem Wohlfühlfaktor übereinstimmen.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So heißt es zumindest im Märchen Schneewittchen. Wer die Schönste in der Steiermark sein wird, entscheidet sich Ende Februar 2016 in der Stadt Bruck an der Mur bei der Miss Styria-Wahl im Kulturhaus. Neben viel drumherum konnte auch Alfons Haider als Moderator gewonnen werden. Nach längerer Absenz kommt nun wieder die Stadt Bruck als Veranstalter zum Zug. Die Wahl der Mysteria findet am 27. Februar 2016 statt. Einiges wird den Kandidatinnen abverlangt. Es genügt schon lange nicht mehr, im Bikini, im gestreckten Galopp über den Laufsteg zu spurten. Was bringt es, Schönheitskönigin zu werden? Also eine Miss bekommt dadurch extrem viele Möglichkeiten. Dass sie diese Möglichkeit noch nutzt, das liegt dann auch bei ihr. Aber in erster Linie, man bekommt mediale Präsenz, man lernt eine Menge Leute kennen, man bekommt Einladungen zu Veranstaltungen. Und wenn man diese dann auch wirklich nutzt, kann man aus diesem Jahr wirklich viel machen. In welche Richtung man dann gehen möchte, ob man jetzt lieber mehr Fotoshootings haben möchte, ob man auf den Laufsteg möchte oder so wie ich bin hauptsächlich auf Veranstaltungen und auch Charity-Aktionen liegen mir sehr am Herzen. Das kann sich jede Miss dann selbst eben aussuchen. Aber es wird eben ein breites Spektrum geboten, deswegen man ist bestens darauf vorbereitet. Man wird dann auch unterstützt in dem, was man machen möchte. Sie werden ja wahrscheinlich nicht nur Miss sein, sondern auch einen Beruf haben. Ich bin Studentin, ich studiere Biomedical Engineering auf der TU in Graz. Ich mache nebenbei meinen Pilotenschein gerade und das beansprucht den Großteil meiner Zeit. Der Bürgermeister der Stadt freut sich am 27. Februar des nächsten Jahres, die vermeintlich schönsten jungen Damen der Steiermark in der Stadt Bruck zu haben. Im nächsten Jahr findet die Misswahl in Bruck an der Mur bereits das 8. Mal statt. Das heißt, Bruck an der Mur ist neben diesen Attributen, die Sie gerade genannt haben, auch die Stadt der schönen Frauen. Und wir freuen uns sehr, dass diese wirklich qualitätsvolle Veranstaltung wieder in Bruck bei uns im Kulturhaus stattfinden wird und dass die schönste Frau der Steiermark auch im Jahr 2016 in Bruck an der Mur gekürt werden wird. Einer, der federführend an diesem Event beteiligt ist, hat es geschafft, Bruck wieder den Stellenwert eines glanzvollen Abends für die Schönheit zu verleihen. Ja, ich bin der Lizenznehmer der Miss Austria Corporation für die Bundesländer Steiermark und Kärnten. Habe 2013 diese Lizenz übernommen und habe dann ab 2014 den starken Wunsch natürlich gehabt, wieder nach Bruck zurückzukehren. Die Stadt Bruck war ja in den Jahren davor schon Austragungsstätte. 2013 hat es ein Gastspiel in Graz gegeben und mein Wunsch war es, 2014 wieder zurückzukommen. Und dank der Unterstützung durch die Stadtgemeinde Bruck an der Mur ist uns das gelungen. Mittlerweile haben wir nicht nur die Unterstützung der Stadtgemeinde, auch sehr viele regionale Unternehmer, die hier mit an einem Strang ziehen. Und das ist sozusagen ausschlaggebend gewesen dafür, dass es auch 16 wieder eine Mysteria-Wahl in Bruck an der Mur gibt. Wie hat sich das Image einer solchen Misswahl geändert? Ich glaube, es hängt davon ab, wie man dahinter steht, welche Erwartungen man als Veranstalter selbst an das Ganze hat. Und meine Erwartungshaltung war es immer die, eine qualitativ hochwertige Veranstaltung zu machen. Mein Anspruch ist immer der, dass ich sage, ich möchte eine Veranstaltung haben, zu der ich auch gerne selbst als Gast gehen möchte. Und darum versuchen wir in den vergangenen Jahren, haben wir das auch umsetzen können, hier Qualität reinzubringen durch die Partner, die wir haben, durch die Moderation, die wir haben, durch den Ablauf der Showblöcke und ähnliche Dinge, aber auch durch die Betreuung der Kandidatinnen und die Unterstützungsmöglichkeiten, dass wir hier wieder einen Aufschwung nehmen und wie gesagt, wir sind jetzt weg aus diesem Keller- oder Disco-Image, wieder auf einer Qualitätsveranstaltung, in diesem Fall im Kulturhaus Bruck an der Mur, mit VIP-Tischen schön eingedeckt, gutem Essen aus einer Haubenküche von Mike Johann, also durchaus Qualität, Qualität, Qualität. Aber nichts geht ohne die Wirtschaft. Der Hauptsponsor kommt aus der Autobranche. Autos und schöne Frauen immer wieder in Filmen und Fernsehen zu bewundern. Ja, der Hauptgrund ist sicher, dass sich Opel momentan als neue Marke darstellt, als junge Marke, attraktive Marke, als sportliche Marke. Und genau diese Eigenschaften muss die Mysteria 2016 eigentlich auch aufweisen. Wird die Mysteria mit einem Opel vorfahren bei der Gala-Veranstaltung? Ja, das Highlight daran ist, die Gewinnerin der 2016er Wahl wird dann einen Opel Corsa überreicht bekommen, mit dem sie das ganze nächste Jahr zu ihren Terminen und zu ihrer freien Verfügung herumfahren kann. Und der Bürgermeister hat es auf den Punkt gebracht. Eine Veranstaltung dieser Art hat darüber hinaus einen starken Werbeeffekt für die Bezirksstadt Bruck an der Mur. Dunkle Wolken,
Hagelschaden am Auto? Da hilft nur eines. Lackiercenter Fuchsbichler in Kapfenberg. Die Firma Fuchsbichler ist der Spezialist für die Hagelschadenreparatur. Bei uns werden die Hagelschäden von unserem Herrn Attila, der ist ein qualifizierter Mitarbeiter, lackschadenfrei repariert. Bei unzugänglichen Dellen kommt das Klebeverfahren zum Einsatz. Bei der Firma Fuchsbichler in Kapfenberg gibt es alles aus einer Hand. Das heißt Kalkulation, Reparatur und Abrechnung mit Versicherungen. Der Fuchsbichler macht das Auto wieder gut und schön. Stimmungsvollen Auftakt in den Advent gab es auch heuer wieder im Kultursaal in Obereich. 15 liebevoll dekorierte Stände boten selbstgebastelten Christbaumschmuck, Weihnachtsbäckerei und vieles mehr rund um die stillste Zeit im Jahr. Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zum Adventmarkt hier. Pünktlich um 15 Uhr eröffnete Brucks Bürgermeister Hans Straßecker den Adventsmarkt. Musikalisch umrahmt wurde dieser Nachmittag von Schülern der Musikschule Bruck an der Mur. Nachwuchsmusiker versetzten die zahlreich erschienenen Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Ja, der Adventmarkt wurde vor 8 Jahren von der damaligen Marktgemeinde Obereich noch ins Leben gerufen. Es war so, dass es vorher eine Veranstaltung Kunst in Obereich gegeben hat, für wo auch das Kunsthandwerk vertreten war, und dafür ist der Saal dann zu klein worden und dann hat man den Adventmarkt ins Leben gerufen und der ist eigentlich von Anfang an ganz gut angenommen worden und es sind jedes Jahr neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazugekommen. Was bedeutet für Sie persönlich Advent? Ja, Advent ist für mich eine Zeit, wo man nicht nur in der Familie, sondern auch als Gesellschaft ein bisschen näher zusammenrücken sollte und vor allem die Herzen auch für Menschen öffnet, die nicht so privilegiert sind und denen es nicht so gut geht wie uns. Am Sonntag sorgte eine generationsübergreifende Bläsergruppe der Trachtenkapelle Obereich für einen gemütlichen Advent. Und wie es bereits Tradition ist, verköstigte das Bios-Institut mittags die Gäste mit Suppe.
Basketball in Kapfenberg ist eine Erfolgsgeschichte. Und das seit 25 Jahren. Jetzt hat man dieses Jubiläum in der Montanspedition in Kapfenberg gebührend gefeiert. Und viele Mitstreiter aus diesem Vierteljahrhundert waren gekommen, um mitzufeiern. Die ECE Bulls feierten 25 Jahre Vereinsgeschichte in den Räumen des Montan-Terminals. Auch einer der Sponsoren der Bulls. Ein Amateurvideo aus der Gründerzeit brachte die anwesenden Gäste so richtig in Feierlaune, waren doch einige Schmunzler dabei und der eine oder andere sah sich um einiges jünger wieder. Jahre Bulls, was sind so deine Highlights zurückblickend? Naja, das Highlight sind sicher noch immer die Erlebnisse beim Aufstieg in die erste Liga. 1991, 92 war das, eben vor 25 Jahren. Und dann natürlich die vier Meistertitel in Serie. Das waren besondere Highlights. Aber wenn man sich heute hier umschaut, dann weiß man auch, wie stark unsere Organisation ist. Und das ist natürlich besonders toll. Wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, was wären so die Wünsche? Ja, noch einmal 25 Jahre, denn das geht sich locker noch aus. Und wenn man die Titelfrequenz auch wieder halten, passt. Aber für uns ist wichtig, dass wir als gesellschaftspolitische Bewegung hier in der Stadt anerkannt sind und in der Region anerkannt sind, viele tolle Projekte haben und die Erfolge unserer ersten Mannschaft werden sicher wieder da sein. Auch Bürgermeister Wegscheider erinnert sich gerne an die spannenden Ereignisse zurück. Es ist sicher ein ganz großer Tag. Ich durfte in meiner ersten Periode vier Meistertitel miterleben. Einer spannender wie der andere. Ich gratuliere dem gesamten Team natürlich für die 25 Jahre, es haben ja sehr viele mitgewirkt dabei. Gratuliere auch den Trainerstab und der Michi war natürlich immer, hätte ich gesagt, ein Wegbereiter für tolles Basketball in dieser Stadt. Ja, wir in Kapfenberg als Sportstadt haben mit Basketball eine große Aufwertung erfahren, das muss man schon dazu sagen. Und die Zuseher, die Fans, alle wissen, dass ohne Basketball etwas fehlen würde. Es ist sehr viel passiert in die 25 Jahre, wobei ja da die meisten Jahre noch vor mir waren, die Leistungen, die hier erbracht wurden. Und es ist also ein gutes Gefühl zu sehen, was schon alles war und was noch möglich ist. Ich glaube, Sie sind auch sehr stolz, was die Jugendarbeit betrifft. Ja, in der Jugend sind wir schon sehr weit. Wir haben also 10 Nachwuchsmannschaften, also die also trainiert werden von den Nachwuchstrainern. Und wir stoßen schon an die Grenze der Kapazitäten und ich hoffe, dass sich das auch also zukünftig ändern wird, verbessern wird. Also für mich in allerbester Erinnerung ist der erste Meistertitel. Ist zwar schon nicht ganz 25 Jahre, aber das war für mich ein derart einprägsames Erlebnis. Also ich glaube, da geht nichts drüber. Und nachdem es bald Weihnachten geben wird, Bürgermeister Wegscheider hätte da einen Wunsch. Naja, ein kleiner Wunsch wäre, so ein bisschen ein Meistertitel würde gut tun. Momentan befinden sich die ECE Bulls im Mittelfeld. Wie heißt es so schön? Alles ist möglich. Das war wieder unsere Sendung Panorama für diese Woche. Besuchen Sie uns auch im Internet unter memertv.com, auf YouTube und auf Facebook. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Programm und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.